Kriege in Syrien und im Jemen, katastrophale Zustände in Flüchtlingslagern, Verfolgung von Minderheiten. Auch im Jahr 2019 wurden wieder weltweit Menschenrechte verletzt. Die Bundesregierung hat dazu jetzt einen Bericht über die eigene Menschenrechtspolitik vorgelegt. Was kann also getan werden, um Menschen weltweit vor Krieg, Vertreibung und Unterdrückung zu schützen? Darum ging es im Bundestag und das gibt's jetzt kompakt bei uns. Schläge, Anketten der Häftlinge, Vergewaltigung, Folter. Ein echtes Horrorszenario. Die aktuelle Situation der Uiguren, der verfolgten muslimischen Minderheit in China, ist nur ein Beispiel. Nicht nur dort steht es momentan ziemlich schlecht um die Menschenrechte. Gefangene werden in Syrien zu Tode gefoltert. Mehr als 1 Million Uiguren sind in China in Lagern interniert. Und kritische Meinungsäußerungen werden etwa in Venezuela brutal unterdrückt. Die Bundesregierung hat jetzt einen Bericht vorgelegt, was sie mit ihrer Politik für die Menschenrechte in der ganzen Welt tut oder tun will. Der Bundestag hat deshalb darüber diskutiert, wie Menschen in der ganzen Welt besser geschützt werden können. Aber was hat die Lage der Menschenrechte in China, Syrien oder Venezuela überhaupt mit deutscher Politik zu tun? Eine ganze Menge, finden die Grünen. Denn die Betroffenen von Menschenrechtsverbrechen haben Hoffnung und erwarten, dass wir uns für sie einsetzen, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie unterstützen und dass wir, wo es uns möglich ist, auch schützen. Wir, die wir all die Rechte genießen dürfen, die ihnen vorenthalten werden. Und deshalb dürfen wir zu Menschenrechtsverletzungen niemals schweigen, egal wo sie stattfinden und egal wer sie begeht. Check your privileges, fordern die Grünen also. Und weil wir in Mitteleuropa in Sicherheit und Freiheit leben, hat Deutschland auch eine gewisse Verantwortung. Dass in Sachen Menschenrechte international viel von Deutschland erwartet wird, weiß auch Außenminister Heiko Maas. Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird international zugetraut, dass wir eine führende Rolle bei der Stärkung von Menschenrechten einnehmen. Aber was tut die Bundesregierung für den Schutz der Menschenrechte? Zu wenig. Und das kommt aus den Reihen vom Koalitionspartner Union. Die wünscht sich zum Beispiel in China eine klarere Positionierung von Außenminister Maas. Das Regime will auch keinen Dialog mehr über Menschenrechte. Der staatliche Terror zeigt, wie sehr Xi persönlich die Menschenrechte verachtet. Und der Menschenrechtsdialog zwischen Deutschland und China, den Peking in den letzten Jahren regelmäßig abgesagt hat, ist für China auch einfach geworden, Herr Außenminister. Denn Probleme werden in der Tat angesprochen, aber ohne jede Konsequenz und Wirkung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, entweder man führt den Dialog offen und über alle relevanten Fragen oder man beugt sich der Blockade. Ein reines Feigenblatt bringt für Menschenrechte null. Das ist die bittere Wahrheit. Bleibt eine wichtige Frage. Wie geht das? Was muss die Bundesregierung tun, damit beispielsweise Menschen in China besser geschützt werden? Ein Tipp kommt von der FDP. Im Umgang mit China ist weniger Naivität, sondern mehr Realismus gefragt, meine Damen und Herren. Die versteckte Entwicklungszusammenarbeit mit China muss genauso beendet werden wie die Zinssubventionen. Zudem dürfen staatsnahe chinesische Konzerne keinen Zugang zu kritischer Infrastruktur bekommen. Wo wir beim Thema Wirtschaft wären. Deutschland und die EU pflegen gute wirtschaftliche Kontakte in die ganze Welt. Ein Beispiel dafür das Freihandelsabkommen Mercosur. Kann Deutschland also nicht einfach durch seine Wirtschaftsverbindung Einfluss auf die Durchsetzung von Menschenrechten nehmen? Die Linke meint ja und schlägt dafür ein sogenanntes Lieferkettengesetz vor. Das soll deutsche Unternehmen im Ausland dazu zwingen, für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Wir wollen eine grundlegend andere Handelspolitik, die die Umwelt und die Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt. Und deshalb fordern wir seit langem ein Lieferkettengesetz, mit dem Unternehmen endlich verpflichtet werden, internationale Menschenrechtsstandards auch einzuhalten und umzusetzen. Verschiedene Organisationen wie Greenpeace, Verdi oder Oxfam pochen schon länger auf die Einführung so eines Gesetzes. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil, Entwicklungsminister Gerd Müller und die Grünen machen sich für so ein Gesetz stark. Und am Tag der Menschenrechte haben sich über 40 große deutsche Unternehmen ebenfalls dafür ausgesprochen. Richtig ist aber auch, dass es mehr als 300.000 deutsche Unternehmen gibt, die im Ausland tätig sind. Und davon befassen sich leider nur, und auch das hat eine Studie ergeben, die diese Woche veröffentlicht wurde, leider nur 1/5 der Unternehmen wirklich im Rahmen der Selbstverpflichtung mit dem Thema Menschenrechte. Und das ist natürlich zu wenig. Hier müssen wir einfach sorgfältiger werden und besser werden. Wir erlauben zu Hause keine Kinderarbeit und wir sollten sie weltweit ächten. Wir wollen zu Hause hohe Arbeitsstandards, faire Löhne. Und deshalb ist es auch wichtig, dass derjenige, der am Ende der Lieferkette eben arbeitet, auch von seinem Lohn leben kann. Und wir sollten sie auch international einfordern. Ein deutsches Lieferkettengesetz wäre aller Wahrscheinlichkeit nach gut für die Menschenrechte im Ausland. Aber es wäre möglicherweise schlecht für die deutsche Wirtschaft, befürchtet die AfD. Warum die AfD da so abgeneigt ist, erklärt der Abgeordnete Markus Frohnmeier anhand seines Smartphones.
Dieses Mobiltelefon steht am Ende einer Wertschöpfungskette. Das Handy funktioniert natürlich nicht ohne Batterie. Für die Batterie benötigen wir unter anderem Kobalt. Kobalt wird überwiegend im Kongo abgebaut und hat nichts mit Kobolden zu tun, Frau Baerbock. Sie können sich natürlich vorstellen, dass die Kobaltförderung im Kongo nicht immer deutschen Standards entspricht. Die schlechten Standards werden von den afrikanischen Diktatoren aber gebilligt. Und dafür sollen jetzt ausgerechnet deutsche Unternehmen, die schon jetzt die höchsten Standards weltweit sicherstellen, bezahlen. Von der Bäckerei bis zur ohnehin schon geplagten Automobilindustrie müsste jeder Unternehmer in Zukunft seine gesamte Lieferkette minutiös kontrollieren. Jedes Samenkorn, jeder Holzspan, jede Schraube müsste auf die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards geprüft werden. Das ist bürokratische Arbeitsplatzvernichtung, meine Damen und Herren. Die FDP hält auch nichts von dem Lieferkettengesetz und argumentiert aus Unternehmerperspektive. Der Staat wälzt hier seine Aufgaben mit diesem Gesetz auf die Unternehmen ab. Und da vergeht kleinen Unternehmen, ehrlich gesagt, auch die Lust aufs Weitermachen. Heute denkt jedes fünfte Familienunternehmen bei der Nachfolge darüber nach, dicht zu machen. Und was ist der Grund? Zu viel Bürokratie. Stichwort Unternehmerperspektive. Wie treten deutsche Unternehmen im Ausland überhaupt auf? Sind denen die Menschenrechte völlig wurscht? Die Union weist das entschieden zurück und bricht eine Lanze für das deutsche Unternehmertum. Deutsche Unternehmen haben neue Arbeitsplätze in Ländern, in Schwellen- und Entwicklungsländern geschaffen, Menschen aus der Armut gebracht und im Laufe der Zeit höhere Standards im Umwelt-, Arbeits- und Sozialbereich etabliert. Und wie erfolgreich das gelungen ist, sehen wir heute unter anderem an vielen südostasiatischen Ländern. Neue Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten eröffnen Eltern die Chance, ihre Kinder in die Schule zu senden, statt sie zur Existenzsicherung auf die Felder zu schicken. Dies trägt auch zur Reduzierung der Kinderarbeit bei. Geld verdienen und nebenbei noch Gutes tun? Fast zu schön, um wahr zu sein. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass einige deutsche Unternehmen immer wieder in der Kritik stehen, weil sie es mit den Menschenrechten dann doch nicht so genau nehmen. Beispiele gibt es viele, sei es beim Brand einer Textilfabrik in Pakistan oder beim Kobaltabbau für Autobatterien. Am Ende darf nicht unerwähnt bleiben, es geht hier zwar die ganze Zeit ums Ausland, aber aus der SPD wurde ebenfalls darauf hingewiesen, wo Menschenrechtsverletzungen auch bei uns stattfinden. Deutschland hat ein Problem und dieses Problem heißt Rassismus. Und Rassismus greift das an, was jedem Menschenrecht innewohnt, die Garantie für alle universell zu gelten. Fremdenfeindliche Gewalttaten haben sich im Jahr 2018 nach Angaben des Bundeskriminalamtes im Vergleich zum Jahr 2012 mehr als verdoppelt. Mehr als 190 Menschen wurden nach Angaben der Amadeo-Antonio-Stiftung seit der Wiedervereinigung aufgrund rechter Gewalt ermordet. Mehrheitlich aus rassistischen Motiven. Ob Rassismus, Vertreibung oder Folter, zusammenfassend muss man sagen, um die Menschenrechte steht es auch im Jahr 2019 nicht wirklich gut. Wären Lieferkettengesetze ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es vielleicht gegen unsere wirtschaftlichen Interessen geht? Der Bundestag ist geteilter Meinung. Was meint ihr? Und generell, tut Deutschland genug für Menschenrechte? Müssen vielleicht auch Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen? In die Kommentare damit. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt. Zu 100% unter fairen Arbeitsbedingungen wird bei uns produziert. Einfach hier den Kanal abonnieren. Hier geht es zu unserem Video über Wohnungsnot und hier gibt es eine Y-Kollektiv-Doku über Fair Fashion.